So, da sind wir wieder mit Gen Z und mit Andy und wir haben festgestellt, dass wir hier einen Unterschlupf nicht freigeschaltet haben. Das heißt, da dackeln wir jetzt hin, schalten den frei und dann machen wir hier noch die paar Bosse klar. Und dann machen wir uns wieder auf Mission. Jupp. Alles klärchen, dann laufen wir. Na dann. Und hallo Andy. Juhu. Uhu. Yeah. Uhu, uhu. Na, sind wir. Ja, Gaga. Nein, Uhu heißt unter 100. Ah so. Ja, aber nur ganz knapp. Ah, holen wir uns jetzt den Unterschlupf und dann kann man da bequem die Bosse klatschen. Und dann geht's wieder an die Mission. Der Boss ist da auch in der Nähe. Deswegen ja dieser Weg. Und dann haben wir den DLC-Geschichten eigentlich fast komplett hinter uns und können wieder in die normale Karte springen. Tja, ist dann die Frage, was noch mal da? Da sind noch einige Missionen. Ja, die Nebenmission. Nee, die Hauptmissionen sind noch nicht durch. Wir haben immer Hä? noch das Bunkernetzwerk offen. Ist ja richtig, Kasala. Oh. Egal, ich laufe direkt weiter. Ohne Unterschlupf ist Kacke. Ja, der Runner ist eben an mir vorbeigestiefelt. Ja. Genau das mache ich jetzt auch. Kommt man hier runter? Er sieht eher schlecht aus. Da geht's lang. Oh. Digimo. Zwei sogar. Ja, aber der Unterschlupf ist fast vor uns. War ich nicht. Wenn du da schon so sagst. Hier muss sich jetzt irgendwo der Unterschlupf befinden. Aber eigentlich sollte der sich ja anzeigen. Oh, Erste Hilfe. Erste Hilfe. Aber bei uns ist eher Zweite Hilfe wichtig. Hier ist nämlich schon die Fahrzeugstation, aber wo ist der Unterschlupfen? Der muss doch hier sein. Lass mich raten, hier in der Bunkertür. Schutzraum Hönjölle. Der geht auch auf. Noch eine Tür. Ups, ich glaube, da kommt er. Andy ist. Oh, Leiche looten. Die Leiche da unten hier plündern. Hochexplosives Mehrzweckgeschoss hätte ich da noch. Für dich. Ja. Ich denke, hier muss der Unterschlupf sein. Warte mal, ich mach mal die Tür zu. Ja, hier ist er. Wird mir direkt schon hinter dieser Tür angezeigt. Wir haben ihn. Unterschlupf freigeschaltet. Perfekt. Dann schmeiße ich dir mal hier die Mehrzweckgeschosse hin. Andi ist halt für die dicken Waffen zuständig. Hier hinten auf dem Tablett sind Medis. Ah, Adrenalinspritzen. Hier sind noch Kisten im Regal. Hinter mir auf dem Yep. Tablett, da hinten. Da aber zwischen den Betten. Nee, hier ist nichts. Auf dem Tablett? Hier ist kein Tablett, hier ist nur ein Koffer. Hier. Ah, da. Sehr schön. Okay. Haben wir den Unterschlupf? Ah, ist auch noch eine Kiste. Pieke, Schnieke. Brach die Pieke. Ist auch noch eine. Explosivbehälter, alles klar. So, damit haben wir jetzt den Unterschlupf. Perfekt. Unterschlupfen. Jo. Schnupfen, schnupfen.
Ach du Grüne, hier ist noch eine dicke Halle. Das ist mal ein Unterschlupf. Ernsthaft, hier kann man sich... Oh, Waffenkiste. Nehme ich alle. Hier auch eine Waffenkiste. Automatikgewehr. AP5 und Automatikgewehr. 5 in lila. Achso, 5. Automatikgewehr 5 habe ich, alles klar. Ich habe ein Automatikgewehr 4. Ah, hier ist ein Rucksack im Regal. Mit Erste Hilfe. Oder Zweite Hilfe. Okay. Aber das ist mal ein Unterschlupf. Hier kann man sich breit machen. Hier hinten ist mal eine Kiste. Ja. Ja, sie. Na, das passt doch aber jetzt. Ja, ne? Das ist wirklich ein Unterschlupf. Und jetzt fehlt noch so ein bisschen was, das man bauen kann oder Waffenregale aufstellen, um seine Waffen zu lagern. Hier ist ein Rucksack. Oh. Flying Bread. Nicht Pit. White Broad. Ich bin am Überlegen, ob ich den Hammer nicht echt weglege. Ich habe keinen Platz, also lasse ich's. Gut, jetzt können wir deine Bosse holen. Olli? Ja? Guck mich mal an. Ja? Du hast eine Augenklappe. Nein. So, wir sind ausgerüstet für die Bosse. So, jetzt müssen wir den noch verfolgen, ne? Wo sind wir? Der ist da oben. Verfolgen, haben aktiv. Und die 1 kann man eigentlich wieder löschen. Wegpunkt entfernen. Wenn wir da später für eine Mission. Normales Leben zum Beispiel. Aber erstmal können wir den entfernen. So. Jetzt holen wir uns erstmal den Boss. Dafür brauche ich Minen, ne? Muss ich mir eben ausrüsten. Landminen. Okay, ausgerüstet. Wo bist denn du? Hier oben am Berg. Ah. Da ist der Fuzzi aber nicht, der ist hier. Vor mir. Da, ha, krieg schon angezeigt. Dann habe ich den falschen noch. Jupp. Das ist der hier auf dem Feld direkt. Holy moly. Der hat eine ganze Armee am Start. Ich switch mal wieder um. Ja, ich versuch mal... Oh, das sind zwei Big Boys. Oh, das war Frey. Und tot. Du? Yep. Wie konnte das mal passieren? Ich bin hier bombardiert worden. Versuche ja hier die Dinger abzusetzen. Okay. Liegt. Mit mir, Freund Blase. Die sind alle so ein bisschen wie gefreezed. Ingeborg ist hin.
So, der Big Boss ist weg, der erste. Jetzt sind nur noch der zweite da. Er scheint gestunt zu werden, nachdem er den Treffer kassiert hat. Keine Munition mehr für den Dicken. Beide Dicken kaputt. Evolution freigeschaltet. So. Ich habe auf EMP geswitcht. Ja. Die mir mal eine Sekunde geben, ne? Der erste ist inaktiv. Zweite ist inaktiv, perfekt. Dann haben wir noch die kleinen Decke. Schon Killer-Kommando. Aber hast du gesehen, was der Granaten gefressen hat? Boah, alle Granaten, ich habe nicht eine mehr. Aber ich kann gleich gucken, vielleicht habe ich gleich wieder Hochexplosivgeschosse für dich. Da unten steht ein Runner, ein großer. Oh oh, ich sammle erstmal hier den Loot ein. Da ist wieder ein Pfiffi. Oh, wieder 3000 XP. Den mal sehen könnte. Genau vor die Beine gelegt. Kleinen Scheiße haben halt immer Medkits und so. Hier haben wir mal gar keine Schnitte mehr. Ich glaube, wir haben unsere Waffen gefunden. Die Chance ist... Mag das Sturmgewehr. Ja, ich glaube, jeder hat so seine Waffe gefunden, weil die Chance der Gegner ist echt gering geworden. Mhm. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich noch an Krabum hab. Adrenalin. Ne, ich habe nur noch die EMP-Zellen. Das heißt, ich müsste weitere Landminen holen. Ach, hier ist die Antenne, die Relays-Antenne. Können wir direkt holen. Wo ist hier? Wegpunkt setzen. 1. Da. Hinter dem Dicky. Ja, und da müsste ich...
einen Homejump machen und müsste Landminen holen. Die müssen ja irgendwie kommunizieren, die Viecher. Also kann die das ja nur schwächen, wenn wir die Antennen schrotten. Ein weißer Trigger? Hört sich an, als ob hier eine Drohne rumschwirrt. Nee. Wieder einer gebrüllt. Da ist die Antenne. So, ich habe jetzt aber kein dickes Bums-Bums-Zeug mehr. Aber wir sind ja hier oben sowieso durch. Der Unterschlupf ist freigeschaltet. Der nächste Boss müssten wir sowieso zurück zum Unterschlupf. Hier unten ist auch ein Dicky. Ja? Ja. Willst du ihn holen? Und zwei Runner, zwei große. Dann gehen wir uns den noch holen, aber nicht hier. Ja, warte lang. Mal. Steil. Ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt noch Munition habe. Ach, siehst du, kann ich auch mal eben. Zwei. Hochexplosiv, Mehrzweckgeschosse, drei. Liegen hier. Acht Rauch. Liegen hier. Dann rüste ich ihn schon mal wieder aus. Aha. Ach, ist ja. Jetzt fängt er schon an zu ballern, oder was? Ja, ich habe nur noch drei kleine EMP-Zellen, also... Das wird wieder ein Oldschool-Fight. Drei Runner. Der spuckt die wahrscheinlich aus. Ich switch schon mal um. Ich hab sie deaktiviert. Scheiße. Und tot. Spezialisierung verwenden, danke. Jetzt noch wieder eine Bunkermauer. Mhm. Der große ist platt. Au. Brauchst du Hilfe? Nö. Okay. Der große ist down. Kannst ihn gepflegt looten. Oh, du hast da noch Stress mit jemandem. Nein, kein Stress. Die haben wir auch gepflegt auseinandergenommen. Mhm. Finde ich. Also es war jetzt auch wieder so ein Digi. Das ging schneller als gewohnt. No. Und diesmal war kein Knallerpuff-Sprengzeug dabei, ne? War nicht mehr da. Ich hatte nur noch drei MP-Granaten, aber die helfen herzlich wenig.
Und für ihn hatte ich sie nicht. Gut. Jetzt können wir aber springen. Halt. Ja. Ist nur eine. Naja, gut. Na, die könnte ich jetzt wahrscheinlich mal gebrauchen. So. Jetzt müssen wir zum Unterschlupf springen. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist da, wo wir doch das erste Mal rein sind. Da gehört es doch hier vorne rechts rein, links rein. Wo du vom Berg die zwei Dicken mit dem Raketenwerfer gekillt hast. F.O. Bunker Finken. Ach so. Okay, die Leichen sind wieder lootbar. Hochexplosivgeschoss. Nochmal eine Granate und eine Landmine. Halt das mal fest. Hier müsste es eigentlich ja auch einen Unterschlupf geben, aber ist nicht. Ich frage mich, warum jetzt alles wieder da ist. Ja. Vielleicht um den Munitionsbedarf ein wenig zu decken. Funkgerät, Granate, Rauchgranate, Landmine. Nehme ich. Die Granate auch. Was ist das hier mit der Strahlung, weißt du noch? Die Container haben wir aber auch nie reingeguckt hier. Ich weiß es nicht. Hochexplosivgeschoss, BMG-Geschosse. Wer wo? Hä? Idiot. Hast du jetzt geknackt? Jo, du hast geknackt, obwohl ich nebenan schon aufgemacht hatte. Du kannst also jetzt auch Schlösser knacken. Da muss ich ja. Immer wieder heillos überladen. Tito. Zack. So, da rein brauchen wir ja nicht, das haben wir schon hinter uns. So, ja. Zack, zack. Da habe ich doch bestimmt wieder irgendwelchen Quatsch. Ablegen. Allesamt. 9. Ablegen. Allesamt. Ablegen. Okay, irgendwas vergast mich wieder. Ah, hier, so eine Kackspinne. So, hier, ich gebe dir explosive Geschosse. Ja. Hopp, ablegen und raus. Liegt hier. Sprengen die sich selbst? Jep. Ich hab da auch noch was für dich. Gut, dann leg's da rein. EMP, die kleinen nehme ich. Oh, aber ich glaube, ja. An der Stelle erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Runde wieder, wenn es an die nächsten Bosse geht. Also bis dann. Tschüss.
Tschüss. Was sind das da?